Salve a tutti. Eigentlich müsst ihr sagen Bonjour tout le monde, weil ich war in Frankreich, bin zurückgekommen Montagnacht. Und Französisch ist auch eine schöne Sprache. Italienisch auch, aber Französisch schon. Übrigens, ich habe als erstes gestern reingestellt, ich hatte neulich die Anfrage gestellt wegen des Börsenwissens. Ich habe gestern auf YouTube Teil 1 reingestellt. Da geht es um die Fibos. Weil diese Filme, die kann ich nicht auf Finanzen.net oder wo auch immer reinstellen. Die sind auf YouTube. Müsst ihr mal gucken. Der war gestern. Und ich hoffe, das bringt euch was. Bisher sind die Kommentare sehr freundlich. Vielen Dank dafür. Und jetzt gehen wir in DAX. Mittwoch DAX. Also, ich habe wenig reingeschaut in den letzten Tagen. Ich wollte einfach nicht. Ich wollte mal weg von Börse. Das ist wie so Cold Turkey. Aber ich habe es geschafft. Ich habe erst gestern reingeschaut und heute. Also erhandelt wird es, muss ich schon sagen. Und hier sind ganz viele Signale, sowohl positive als auch negative. Als allererstes muss ich mal ganz kurz zurückgehen. Und zwar bis hier zu dem All-Time-High. Wo ist jetzt meine... Da. All-Time-High hier im Januar. Dann sind wir runtergefallen bis zur 12.372 oder wo das genau war. Und wir haben bisher nur letzte Woche das 38er Retracement von dieser langen Strecke getestet. Das ist erstmal nur das stelle ich mal fest. Wer jemals bei mir auf dem Seminar oder Webinar war, der weiß, dass ich immer Folgendes sage, ein junger Trend, ein dynamischer oder wie ich es gerne nenne, ein pubertierender Trend, wenn der steigt, dann ist die Korrektur meistens nur bis zum 38er. Und hier ist es eigentlich nicht anders, nur dass er fällt und dann steigt er nur, korrigiert nur bis zum 38er. Also das ist bitte hier eine Zone, die muss man sich unbedingt anschauen. Da reden wir von 14.000, kommt durch das 38er von dieser Bewegung, aber auch das obere Band auf Tagessicht, momentan zumindest. Wenn der hier nach dieser Korrektur, die wir jetzt gerade eben haben, drüber gehen sollte, dann ist eigentlich eine 14.800 Pflicht. Ja? Das ist also erstmal so eine Feststellung. Was mir, ich mache es größer, auf den ersten Blick nicht gefällt, ist, dass wir diese doch längere Aufwärtsbewegung innerhalb von 5 Tagen zerstört haben. Sind 6 Tage zerstört haben. Das spricht nicht für den Markt. Wir haben hier nicht ganz auf dieser kleinen Flagge ausgesetzt. Allerdings muss ich sagen, so eine Flagge, wenn sie denn gebrochen ist, wird die relativ schnell nochmal bestätigt. Und das ist mir hier dieser Zeitpunkt hier, das ist mir zu lang. Das heißt, ich nehme die jetzt hier raus. Die hat ihre Schuldigkeit getan. Was mir sehr gut gefällt heute am Tag, wenngleich ich auch hier behaupte, dieser 5-Minuten-Handel oder 10-Minuten-Handel, 100 Punkte hoch, 100 runter, und das sieht auf den zweiten Blick sehr einfach aus. Aber auf den ersten Blick ist es das gar nicht. Die Bewegungen sind so schnell, da darf man sich nicht mal gerade einen Kaffee holen oder die Nase schneuzen oder einen Briefkasten gehen. Das kann voll ins Auge gehen. Muss man sehr aufpassen, deswegen also auch die Stops weiter weglegen. Aber zurück zum Thema, was mir sehr gut gefällt ist, wir sind aus dem Band raus, wieder ins Band rein und schließen innerhalb des Bandes oberhalb vom gestrigen Schlusskurs. Das ist nicht viel, das sind 0,26%, wenn ich es richtig sehe. Aber das ist oftmals eine schöne Geschichte. Draußen und wieder rein. Ich verweise immer wieder auf den Film von Wieland Alt. Dann als nächstes habe ich diese Fibos hier gezogen. Die sind vom letzten Verlaufstief hier, das war am 14.07. gehen wir hoch und haben heute die Verbindung aus, und das ist das, was ich immer wieder suche, diese Cluster, da werde ich also auch einen Film drüber machen, haben wir diesen Cluster hier zwischen dem 50er Retracement und dem unteren Band. Das ist dann schon eine Unterstützung. Ja, es gefällt mir eigentlich ganz gut, dass wir da wieder reingegangen sind. Wir sind weiterhin negativ über das MACD als Trendfolger. Ja, der Trend ist ja auch noch negativ. Da brauchst du einen Tag, der hier drüber geht, über die 13.300 und da schließt. Dann wird es hier ein Stabilisierungshistogramm geben. Wir sind sehr tief über den Oszillator, aber noch ohne Kaufsignal. Also das kann auch sowas hier werden. Also hier stehen positive wie negative Signale wirklich echt gegenüber. Und jetzt haben wir morgen auch noch Jackson Hole. Also die Scheine, die ich euch rausgesucht habe, die haben einen größeren Abstand als sonst. Die haben zwar auch so einen 18er Hebel, aber der Abstand ist für meine Verhältnisse und für einen Mittwochsfilm vor allen Dingen relativ groß. Gehen wir mal ganz kurz auf die 4 Stunden, weil das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Wir sind positiv über das MACD, wir sind positiv über die Stochastik. Also die 4 Stunden gefällt mir besser.
Erstmal mit einem Widerstand von 13.351. Das ist dieser Bereich hier und gleichzeitig dieses Retracement hier. Ja, das ehemalige 38er. Das wäre das. Und dann kommt dann auch gleich der 20er gleitende Durchschnitt SMA, der kommt dann auch dazu. Gibt es also hier auch so ein Cluster. Damit soll er sich ein bisschen auseinandersetzen, zumal es von hier hinten vom Chart auch nochmal bestätigt wird. Also 13.350, das ist jetzt nicht viel, das sind von hier aus momentan 130 Punkte. 1% ist auf jeden Fall die erste, sagen wir mal, wichtigere Station, nennen wir es mal so. Ich gehe mal zurück auf den Tag, weil jetzt kommen die Scheine. So, hier sind die Scheine. Ich nenne meistens Scheine von Goldman, aber ich muss sagen, die Citibank, die gibt da ein bisschen Gas. Ich habe mir das jetzt angeschaut, auch schon vor meinem Urlaub. Und die sind schlicht besser im Moment. Das muss man einfach so sagen. Ich habe einen 12.500er. Da sind wir hier. Also weit weg vom Kurs, weil ich habe keine Ahnung, was die am Donnerstagabend da für Sprüche loslassen. Nach wie vor sind wir hier in einer ganz blöden Kombination aus Energierationierung, Rekordinflation, Straffung der Geldpolitik. Es ist ein saublödes Umfeld, das muss ich wirklich sagen. Und ich weiß nicht, was die Jungs da und die Mädels da alles erzählen. Und da können größere Schwankungen kommen. Deswegen gehe ich weiter weg. Normalerweise bin ich bei Mittwochfilmen nur so 300, 400 Punkte weg, aber da habe ich jetzt echt mal mehr genommen. Da sind wir bei rund 700 Punkten. Die KG5 CKU, Basis 12.503, liegt hier. Das ist ein Hebel von 18. Den kann man jetzt sogar schon ausprobieren, aber bitte nicht mit der vollen Position, weil von dem 4-Stunden-Chart her sieht es ganz gut aus. Und wenn der 4-Stunden-Chart ein bisschen weiter steigt und wir vielleicht so in diesem Bereich von 13.250 uns länger aufhalten, dann wird der Tag hier auch nach oben drehen. Als Put habe ich eingenommen, von der City, das ist die KG4G9V. Das ist die Basis 13.986. Da sind wir etwas hinter diesem FIBO-Level. Das ist ein Hebel von 17. Da warte ich erstmal ab, weil ich halt glaube, dass wir kurzfristig durchaus nochmal so eine Bewegung machen können, nochmal 1-2% hoch. Die Scheine von der Citibank, die kann man nicht handeln über Getex, sprich Finanzennet und Scalable. Aber die haben in allen möglichen anderen Banken auch viele Free-Trade-Aktionen. Also könnt ihr euch gerne mal anschauen. Mir haben sie heute gefallen, die Scheine, weil ich heute hier den Film gemacht habe. Und was das Börsenwissen angeht, also ich versuche so schnell wie möglich weitere Themen da als Filme zusammenzufassen, sodass ich vielleicht Ende September damit fertig bin. Muss mal gucken. Sind, glaube ich, noch 7 Filme, die ich da machen muss. Die mache ich auch nicht aus der hohlen Hand. In diesem Sinne, ab in die Rinne. Ich wünsche euch einen wunderschönen Feierabend, ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.